Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Immer wieder wird gesagt, das ist mein Schicksal oder das ist mein Karma. Karma, ein großes Wort. Manchmal erfüllt es uns ein wenig mit Angst oder mit Ehrfurcht. Man raunt, dass wohl der ein schlechtes Karma hat, weil er vom Leben ständig etwas auf die Mütze bekommt. Stimmt das? Und bestimmt das geheimnisvolle Karma unser Schicksal? Kann man nie wieder glücklich werden, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat? Sicher hast du dich schon öfters gefragt, ist mein Karma mein Schicksal? Ja, ein Stück weit schon. Werden wir uns doch zunächst einmal darüber klar, worum es beim Karma geht. Es ist ein Wort aus dem Sanskrit. Und es geht um die spirituelle Vorstellung jeder Tat. Ob sie nun gut oder schlecht war oder ist. Sie zieht auf jeden Fall Konsequenzen nach sich. Ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Vergleichsweise ist es wie ein Konto in der Buchhaltung. Zum Beispiel, wenn man einem anderen Autofahrer die Vorfahrt nimmt, ist das ein Buchungsposten. Der bleibt so lange offen, bis er ausgeglichen ist. Ein einfacher Vergleich. Aber man muss nicht befürchten, dass er bei der nächsten Fahrt gleich wieder ausgeglichen wird. Vielleicht aber im nächsten Leben. Die Reinkarnation, die Inkarnation, die Wiedergeburt. Natürlich kann nicht jeder etwas damit anfangen. Im Buddhismus ist der Karma-Gedanke dagegen ein wesentlicher Bestandteil und liefert auch eine gute Erklärung, warum der eine in Schönheit und Reichtum geboren wird, während der andere ein kümmerliches Dasein hat. Wahrscheinlich hat der eine im vorherigen Leben alles richtig und viel Gutes gemacht und der andere nicht. Ob man daran glaubt oder nicht, feststeht, dass zum Zeitpunkt der Geburt für uns alle schon festgelegt wird, was für Aufgaben wir auf unserem Lebensweg haben werden. Wo wir im anderen Leben an welchem Ort gelebt haben oder wer unsere Eltern waren, ist dabei nicht wichtig. Aber wir bringen Fähigkeiten mit, damit wir auch unsere Aufgaben lösen können. Das ist wichtig und das ist unser persönliches Karma. Dem entkommen wir nicht. Man kann nur das Beste daraus machen. Das hört sich jetzt beängstigend an. Doch es ist nicht so schlimm, wie ihr jetzt meint. So werden wir zwar in bestimmte Lebensumstände hineingeboren, woran es nicht zu rütteln gibt. Wir suchen uns schließlich das neue Leben aus, um auch zu erfahren, wie die umgekehrte Situation aus dem letzten Leben der Situation ist. Ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Beim Karma geht es aber nicht um Vergeltung und Rache, sondern in erster Linie um einen Ausgleich. Wenn jemand zum Beispiel jahrelang Steuern hinterzieht, ist das kein Schicksal oder sein persönliches Karma, wenn er zur Verantwortung gezogen wird. Karma, dies ist ein interessantes Thema, was man endlos diskutieren kann. Spannend ist es ohnehin. Möchtet ihr wissen, wie es mit eurem Karma aussieht, wer ihr einmal wart oder bestimmte Situationen in eurem jetzigen Leben geklärt haben wollt, dann ruft mich an. Ihr wisst, auch hier kann ich helfen. Bis zum nächsten Mal in lichtvoller Liebe, eure Deria.